Wiedersehen. Ja, hoffentlich nicht, ja. Ja. Kommt drauf an, hä? Was Mann, Idiot. Mann, Mann, Alter. Wie kann man denn wirklich. Wie kann man denn wirklich so unterbelichtet sein? Wie kann man denn wirklich so dumm sein? Ich weiß es nicht. Wir hätten ihn locker noch eine halbe Stunde hier festhalten können. Ja, sicher. So oder so. Plus. Wir haben mal keiner festgehalten. Er wird nur freigelassen, wenn die 06 kommt. Wer ist denn die 06? Weiß ich nicht. Haben Sie gerade ernsthaft gefragt, ob die 06 seine Schwester gefickt hat? Ja, weil er seit 10 Minuten anruft, nonstop. Was? Was ist passiert? Pass auf, irgendein Idiot hat angerufen, er wird von irgendwelchen Jamaikanern festgehalten und er wird erst freigelassen, wenn die 06 auftaucht. Und er ruft schon wieder an. Wer ist denn die 06? Was kann ich für Sie tun? Bleiben Sie mal locker, Amigo, bleiben Sie locker. Okay, ist die Leitung. Sie haben ein Dispatch gesendet. Wer ist die 06? Ein Gefangener, Verletzter. Hat einer von euch Dispatch an Medical Center gesendet? No. Negativ. Negativ. Soll ich durchfunken? Nee, da geht's. Okay, hat's ehrlich, dankeschön. Nee, da drin geht's gerade ziemlich ab. Wer ist 06? Kenn ich selber nicht. Okay, und was ist mit 06? Nur 06 darf dort auftauchen. Nein, guck mal, seit 10 Minuten kriege ich Anrufe ohne Ende. Ja. 06 ist eine Bitch, 06 soll kommen, 06 wird sterben, 06 wird das. Und jetzt eine der Bitch. Letzte Anruf, ja, genau. Ja, sagen Sie das mal am besten dem Deputy oder so. Ja, Deputy Chief? Ja, bitte. Wo ist denn die 06? Werden Sie doch einfach den... Vor allem, wer ist die 06? Kurz auf. Seit 10 Minuten kriege ich Anrufe, also an die Leitstelle, wegen der 06. Die würden sich über die 06 beschweren wollen, die 06 war eine Bitch, die 06 war eine Fotze, etc. Und. Gut, dann sollen sie aufs PD kommen, die Person, und sollen ihm das ins Gesicht sagen. Aber die rufen nonstop an und der letzte Herr hat jetzt angerufen und meinte, ich werde von den Jamaikanern festgehalten und der lässt mich nur frei, wenn die 06 kommt. Aber ich habe das, um ehrlich zu sein, ignoriert. Wer wird festgehalten? Oh, irgendein Herr von denen, der sich auch über die 06 beschwert. Ganz kurz. Aber was für einen Sinn ergibt das denn? Aber also, Moment, ganz kurz. Ja, wer ist die 06? 06 ist Commander Russell. Okay, und ist 06 im Dienst? Korrekt, der kommt gleich. Hat er eben den Einsatz mitgeleitet. Geht eben ja, das weiß ich, aber ich dachte, er wäre schon wieder weg. Okay, alles klar. Also ich habe mir alle Nummern notiert. Sie haben die Nummern? Nummern angerufen, ja. Perfekt. Die rufen alle mit Nummern an. Ja, selbst wenn, ist doch... Ja. Und nochmal. Ach, das ist die gleiche Nummer von gerade eben. LSP, die Leitstelle, was kann ich für Sie tun? Ja, die 06 ist am PD. Er soll aufs PD kommen, genau. Okay, vor allem, wenn Sie Beschwerden ein Date, und mit Beleidigungen am Telefon funktionieren. Wenn Sie... Und wieder aufgelegt. Was wurde gesagt? Wissen Sie was? Er will ein Date mit der 06. Ja, gönnen Sie mir kurz diese Nummer. Nein, wir machen es mal anders. Und zwar werden jetzt einfach mal Sie die Leitstelle übernehmen, also zu meiner Rechten. Okay, wie das mache ich das? Das Telefon. Kommen Sie mal mit, ich zeige Ihnen, wo es ist. Oder der... Wissen Sie die Nummer? Gib mal. Wie endet die? Also ich 323. Warte. Die letzten drei Zahlen. Die letzten drei? Ja, die letzten 013. Die 05 in der allgemeinen Frage. Okay, jetzt die ganze Nummer. 323, weiter. Wer war die Person, 1, 4, der Beamte, 5. Der den TV-1 Mietauer abgeholt hat? 17. 40. 40. 13. 13. Okay, alles klar. Nennt sich, ich finde mal heraus, ich guck mal, wer das ist, Moment. Ist entweder eine alte Oma oder keine Ahnung, ruf mal an. Hallo? Wie ist die? Hallo, ich bin der Marvin. Ich habe Ihre Nummer bekommen wegen den Blumen. Ich brauche keine Blumen, danke. Tschüss. Wer ist denn? Mal aufgelegt. Ja. Tschüss. Nicht tschüss, sondern tschüss. Akzent. Naja. Alles Idioten manchmal, oder? Ich habe manchmal das Gefühl, hier fliegt ein Flugzeug drüber, das streut einfach nur irgendwelche... Naja. Bin ich genau dabei. Robin, der Avolovo ist unten in den Zellen, muss jetzt aber in den Krankenhaus gebracht werden, da er zu viele Verletzungen angeblich hat. So. Okay, wir ziehen das LSMD mit dazu. Ist unten schon drin, hat auch bestätigt, er muss mit ins Krankenhaus.
Gut, dann werden wir. Wie heißen Sie? Ich heiße Herr Jackson. Der zweite TV ist nicht mehr in den Zellen unten. PD37, Walter Weiß, hallo. Freut mich. Ich habe gerade gefunden. Welchen Rang haben Sie? Das weiß ich niemand, also ich weiß nicht, wer die abholt, okay. Aber ich dem anderen hinterher dran bin. Officer. Okay. Gut, dann. Hinter Dresden, junger Mann! Nein, Spaß. Aua. Dann machen wir jetzt folgendermaßen. Sie beide fahren auf jeden Fall mit zum Schutz der Medics sowie. Ja, E03 will auch mitfahren. Um ihn halt festzuhalten. Ja, gut, soll er machen. Was ist Phase? Dann komm. Der Gefangene unten, der jetzt hier hochkommt, ist zu heftig verletzt und muss ins Krankenhaus. Dementsprechend machen wir gerade eine Überführungsfahrt. Okay. Kommt aber gleich wieder. Ja, kein Thema. Dann nochmal folgen. O'Brien? Ja. Wo ist dieser John William? Bitte, ich hab mal das Handy von dir geben, weil ich hab keine Ahnung. 10 gehen. Hernandez, waren wir wieder los? War der das? Ja, das war der. Der wird jetzt ins Krankenhaus gebracht. Sicher? Nein, ja, der heißt anders. Nein, der heißt anders. Das ist noch eine zweite Strafe. Ovolu, bla bla bla. Ist er das? Das ist der, ja. Pisser. Ich krieg irgendwie keinen Anruf. Vielleicht nicht da einfach keinen an. Leitstelle von der 10 kommt. Hernandez, wollen wir noch kurz eine Runde drehen? Ich mache auf jeden Fall Feierabend, ne? Also er weiß, Hernandez. Ja, alles klar. Kein Thema. Ja, ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Wollende, ne? Ja, super, hat mich gefreut. Geh mal meinen Fuß ausruhen. Ja, muss sein, ne? Ja. Machen Sie es gut. Ja. So. Wollen Sie jetzt noch eine Runde fahren, Hernandez? Können wir gerne machen. Aber wer nimmt denn dann den... Ja. Mit die Leitstelle muss noch jemand machen, ne? Ja, eben. Ich bin noch aus der Stelle eingetragen. Ja gut, ich trage sie gleich aus. Sie gehen jetzt 10-10 und damit hat sie dieser. Genau. Ich wünsche einen angenehmen Feierabend. Du kannst Ihnen helfen, Sir? Der Kollege... Ich wollte mich vom Dienst abmelden. Ich warte bloß auf die Leitstelle. Der Kollege Bottländer macht Feierabend. Ja, genau, richtig. Ich würde dann jetzt ganz gerne Feierabend machen. Der Chip ruft leider nicht an. Gut, möchte einer von Ihnen die Leitstelle kurz übernehmen? Das Leitstellentelefon? Könnte interessant werden. Gehen Sie einfach mal dran und provozieren Sie den mal zurück, wenn er meint, die Polizei verarschen zu müssen. Sagen Sie einfach mal, was für einen Notruf er hat, wenn er keinen hat. Er tut uns leid, wir können Ihnen nicht helfen. Ja. Nee. Ja, komm, dann mache ich das. Gehen Sie nach da vorne hier zu dem Computer. Die 17 meldet sich zu 10, shit, Feierabend. So. So, jetzt werde ich erstmal die ganzen Officer austragen aus dem Leitscheinblatt. Achso. Ja, dann schönen Feierabend. Ja, hoffentlich. Ja, ruhen Sie mal aus. Ja. Alles klar, er weiß. Schlafen Sie eine Nacht drüber und morgen sprechen wir dann nochmal, wie der Dienst für Sie heute war. Ja, finde ich super. Ja. Und dann passt das. Ja, alles klar. Dann gut, angenehmen Dienst, passen Sie auf sich auf. Ja. Und ja, gerne, bis morgen. Und so, gute Besserung. Ja, danke schön. Ach stimmt, Sie waren ja auch verletzt. Das war der Officer, der angefahren wurde. War das denn jetzt der Kollege, der ins Krankenhaus gebracht wird? Das ist der Gefangene von unten, der wird gerade ins Krankenhaus gebracht. Wie heißt der Herr, der ins Krankenhaus ist bereits raus. Abolovo, das ist das der, den wir gesucht haben. Ja, siehst du? Tatsache, krass. So, Moment, ich werde jetzt eben im Dienstblatt alles umtragen. Was gibt es denn noch, was ich wissen sollte wegen der Leitstelle? Ich kann sie jetzt gerne einarbeiten. Scheiße, ja gut, das macht wenig Sinn, wenn ich keinen Funk habe. Ach ja, ja gut, dann macht es tatsächlich keinen Sinn. Ja. Dann, Moment eben, dann werde ich das nochmal eine E-Mail fertig machen und in Auftrag geben. Ich glaube, ich mache jetzt auch Feierabend. Ja. Was, gehst du wirklich? Ja, ich bin platt wie eine Flunder, Mann. Kann doch noch ziemlich interessant werden mit den Jamaikanern hier. Ja, sollten sie alle umbringen. Nee, ich bin ja am Freitag wieder hier. Ja, okay. Also ich habe heute sehr, sehr viel gelernt und mitbekommen und so, also. Alles klar, ja. Dann Leitstelle für die 18. Ne? Leitstelle. Befinde mich komplett südlich am Hafen, bitte um Abholung kommen. Achso. Warte, ich komme sofort wieder. Ich schicke ein Dispatch. 18 Ende. Na gut, da gehört Vertrauen zu. Meine Frage, warum habe ich, das verstehe ich nicht, warum habe ich hier so Bargeld? Ist das mein Gehalt, was ich heute verdient habe? Na, gute Frage. Muss ich jetzt mal umziehen?
Ich muss auch den Schlüssel und so zurückgeben, die Klamotten auch, ne? Ja, logisch. Muss ich ihn nicht einfach wegschmeißen? Warte mal. Ich kann dir das ja gar nicht zurückgeben, oder? Oder geht das so? Nee. Ich muss sie ja rein theoretisch wegschmeißen. Soll ich sie nicht lieber behalten? Scheiße. Heißt du Scheiße? Scheiße? Spielst du auch auf dem Server? Danke aber für dein Lob. Ich muss nur echt mal hier reinkommen erstmal, weißt du? Das ist echt ein bisschen viel, was man hier bedenken muss. Ich schmeiß das jetzt mal lieber nicht weg. Ich lasse das einfach mal erstmal. Ich tue jetzt, also ich hab's hier in meinen Schrank getan. Ja, ich mach das jetzt mal so. 02 an alle aktuellen Streifen. Ich möchte gerne wissen, wer sich jetzt aktuell noch im Dienst befindet. Dementsprechend melden Sie sich ganz kurz beim Tresen, damit ich sie neu zuteilen kann. Ich habe meine Sachen wieder zurück. Ja. Hab ich jetzt meine Waffe und so dabei? Muss ich jetzt droppen? Wie lege ich die denn? Ah, okay, warte mal. Nee. Hä? Wie lege ich die denn jetzt ab? Ausrüsten. Ist das gleichzeitig ablegen? Okay, ja, das reicht ja so. Ja, und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, ne? Danke, ebenso. Ein Dispatch ebenso. Gesendet. Was? Der wartet nur noch auf Abholung. Ist, ach, der hat südlich. Ein Dispatch gesendet. Korrekt. Er hat mich angerufen, er hat um Erlaubnis gefragt und ich habe zugestimmt. Achso, okay. Ich wollte wieder das Stellen anfangen. Schönen Abend euch noch, ja? Ich bin außer Dienst. Jawohl. Schönen Feierabend. Schönen Feierabend. Bis Freitag. Bis Freitag, also, okay. Sollte hier eine Maya vorbeikommen? Maya Buja? Mit der Frage nach Biene Nummer Maya. 6. Oh, Funkgerät ist aus. Oh. Alter, was ein Stream. Das war der erste Tag von Walter Weiß auf A Mistress. Leute. Das war schon krass. Also wir haben heute so viele Sachen erlebt. Unfassbar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der nächste Stream ist Freitag mit TTT und danach GTA Roleplay. Wenn ihr Bock habt. Ja. War auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also hat mir echt Spaß gemacht. Nur wie gesagt, das Funkgerät beim PD, pff, also das ist echt, boah, mein größter Kritikpunkt. Ne, aber das wird bestimmt gefixt. Willst du dir heute neue Klamotten kaufen? Ich glaube nicht. Ich gehe jetzt erstmal mein Geld einzahlen und guck mal. Also für 6.000 Dollar hat der Walter jetzt. Komm wieder normale GTA-Süß, ja? Kommt alles. Oh, da stehen sehr viele Leute und hier rennt ein Kopf lang. Das ist kritisch. Kann man nicht an Leitstelle für die 18 kommen? Oh, was kann ich denn hier machen? Leitstelle hört? Kann ich denn, wo sind denn die ATMs? Das habe ich noch nicht wurden verstanden. Wurden wir vergessen kommen? Negativ, sie werden gleich ab. Warum höre ich immer noch Funk? Achso. Okay, 18 so verstanden, Ende. Ich habe Discord aus? Ah, ne. Jetzt. Wie kann ich denn. Hä? Wie kann ich denn das benutzen? Ja, ich habe doch ein Hauptkonto. Das ist doch mein Hauptkonto hier, bin ich Panne? Ja, das ist mein Hauptkonto, aber warum. Warum kann ich denn nicht. Hä? Bin ich jetzt gerade Panne? Das ist wieder. Das ist 100 pro Gigant. Oh nein, was passiert jetzt? Das ist Iodell, 100%. Entschuldigung.
Hallo? Ich rede mit Ihnen. Ja, Entschuldigung, hier ist ich schon. Was ist los? Wo? Ja, wo Ihnen? Ach da, Moment. Stehen Sie gerade... Okay, ich verstehe. Ah. Entschuldigung. Ja, ich kann helfen im Wetter, oder? Ich habe mich... Tut mir leid, ich habe den eben nicht verstanden, weil Sie wissen, gab ein groß ein Problem. Welches Problem? Ich habe ihn gesagt, eben, ich habe sie nicht verstanden, weil gab ein Problem eben. Ja, welches Problem gab es? Ja, ich musste mit meinem Opa reden. Ja, gab ihn so scheiße Probleme mit dicke Luft und sowas. Entschuldigung, das ist Ihr Opa? Ja. Achso, ich möchte Sie auch gar nicht, ja. Ja, warum es geht jetzt gerade? Kann es sein, dass Sie vorhin mit einem, mit diesem Fahrzeug durch eine Polizeikontrolle gefahren sind? Nein, ich bin gerade eben aufgewacht. Ich war und, ja. Bitte, was waren Sie? Also die, mein Inke, dann holen das aus, Garage und ich war eben im Krankenhaus wegen meiner Hämorrhoiden selber. Also kann nicht sein, dass ich mal vorher hier in Stadtpark. Bah. Ah, okay, so respektlos. Also, okay, ich weiß nicht Bescheid. Kleines Stück Scheiße. Nächste Mal, wenn du redest mit mir, bring ihn richtig zu Ende. Du hast verstanden. Ja, scheiße, ich bin auch. Du elendige Trickser. Bitte? Stück Scheiße, du. Habe Respekt, ja, wenn du redest mit einem Menschen. Steig in deine scheiß Karre ein, du elender alter Sack. Was hast du zu sagen? Was du sagen, du kleines Stück Scheiße? Was hast du meinem Opa gesagt, Mann? Komm mal hier, wo ist mit dir, Ruhe? Komm mal hier, was ist los? Komm hier, was ist los? Warum beleidigen Sie mich so? Sag in Gesicht rein. Ich hab sie noch nie. Sag in Gesicht rein. Sag in Gesicht rein, was du sagen kannst zu mir. Komm, was ist los? Was? Du hab Schwanz in Arsch jetzt, ja? Du hab jetzt Schwanz in Arsch. Du kannst nichts reden mehr. Ich hab das gerade nicht ganz verstanden. Du kleine Arschluck. Wir gehen deinen weißen Arsch weg hier. Sofort. Komm. Zack. Willu, weg. Komm, geh weg, bevor ich fiss in meine schwarze Faust in deinen weißen Arsch rein. Ich meine ihn ist. Geh weg hier. Hast du was verloren, Mann? Geh weg. Du sollst ihn umdrehen. Geh weg. Das ist nicht ihr Stab. Geh doch selber schlafen. Alter Mann, ich glaube, sie haben es mehr nötig als ich. Ja, wie redest du? Komm in den kleinen Arschluck. Was ist mit dir, Luke? Aua, jetzt. Was ist denn mit Ihnen? Ich sag dir so, Opa, Alter! Motherfucker, schlägt den weißen Opa, Mann, fick den! Lass mich in Ruhe! Kleine Stück Scheiße, komm in hier! Komm in hier! Ich fick ihn, nein, komm! Komm in hier! Hauen Sie ab! Hilfe! Oh, fuck, der ist Hilfe! Auf die Straße, Mann. Was? Hier, du kriegst noch eine mit, du Stück Scheiße! Komm her, du alter Wichser! Weg hier! Das nenn ich mal Polizei. Was war das denn? Oh, scheiße, Mann. Können Sie mir kurz einen Gefallen tun? Einen wunderschönen. Hallo. Im Funk durchgeben, dass der weiße Pickup, der gerade gesucht wurde, der durch die Polizeikontrolle gerast ist, sich am Stadtpark befindet. Da ist so ein alter Mann drin, der ziemlich viel Aggressionspotenzial hat und ist anscheinend der Opa und die zwei Enkel sind auch da drin. Ich glaube, die Kollegen wissen Bescheid im Funk. Okay, werde ich gleich einmal mit dem Kollegen absprechen. Ja, bitte geben Sie es einmal im Funk durch. Schönen Abend noch. Jo, danke. Hier die... Das ist ein Gigant, die fette Fleischwurst, Alter, ohne Witz. Oh, Mann. Ach, lol. Ach, jetzt Gott, was ist mein 3? Da ist Allah. Aber komme ich jetzt hier raus?
fast $10,000, ey. Komm. Achso. Alter, war das lustig. Sorry. Ach, schön.